Allora, buongiorno. Hallo und herzlich willkommen bei der autotester.de. Wir sind heute am Gardasee, um genau zu sein, in so einer Burg, die heißt Rocca di Lonato del Garda. Kann kein Italienisch, macht aber nichts. Mit was ich mich ein bisschen auskenne, das sind Autos. Und hier steht der neue Jeep Wrangler in der vierten Generation. Und ihr fragt euch vielleicht, den hast du doch schon vorgestellt, den kennen wir doch schon. Stimmt, aber viele von euch haben gesagt, ein Diesel da drin, echt. Hier ist jetzt der neue Vierzylinder-Benziner drin mit 270 PS. Viele haben drauf gewartet. Ich habe das Auto hier in der kurzen zweitürigen Ruby-Konversion, also in der echten Offroad-Variante, und will es euch noch mal kurz vorstellen, denn ich glaube, da gibt es ein bisschen Interesse. Und was werden wir machen? Wir schauen ihn uns außen an, warum er so mega geil aussieht. Wir werden uns reinsetzen, Kofferraum anschauen und wir werden ein bisschen fahren, ein bisschen was Geländemäßiges machen, nicht allzu viel. Ich werde euch probieren, das Auto ein bisschen einzuordnen, eben alles machen, was zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Und auch übrigens über meinem Burgherren-Waschbrettbauch seht ihr, wo ihr uns überall findet, nämlich auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, dann kann ich mir irgendwann so ein Auto oder eine Burg leisten. So, und jetzt geht's auch los mit mir und dem niegelnagelneuen Jeep Wrangler. Ja, kommen wir zur Einordnung von unserem Wrangler. Und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt das Auto her, wo will es hin, ein bisschen in seinem Wettbewerbsumfeld eben einzuordnen. Und das ist hier beim Wrangler sehr, sehr spannend, denn der ist einer der letzten Geländeeinhörner auf dem Markt, einer der letzten Offroad-Kraxler eben. Wie konnte das passieren? 1942 hat der Willys den Sprung quasi vom Militärfahrzeug, ja, Jeep hat fürs Militär Fahrzeuge produziert, hin eben zum Auto für die Privatbesitzer geschafft, was ganz spannend war. Der Wrangler ist jetzt in der vierten Generation. 1987, da hat der YJ eben sein Marktdebüt gehabt und jetzt sind wir beim JL, das ist eben hier die vierte Generation, wie sie hier steht. Inzwischen haben wir drei Ausstattungsvarianten, das ist neben der Basis Sahara, was so ein bisschen die alltagstaugliche Variante sein soll, und hier eben Rubicon, also die absolute Offroad-Variante, kommt vom Rubicon Trail, der Name zumindest. Wir haben Sperrdifferenzial vorne, wir haben Sperrdifferenzial hinten, und dieses Auto gibt es eben in zwei Längen, einmal als Zweitürer, so wie er hier steht, was die meisten präferieren werden, die wirklich Offroad unterwegs sind, und eine Unlimited-Version, also die lange. Die lange ist 4,90 Meter lang, die kurze 3,40 Meter. Dazu haben wir drei Dachvarianten. Hier steht übrigens das Hardtop, wir haben noch ein Faltdach und wir haben quasi eine elektrische Jalousie oben. Ja, und dann muss man immer so ein bisschen über die Wettbewerber vielleicht auch noch sprechen. Da gibt es gar nicht mehr so viele, das ist ganz spannend. Der Range Rover Defender, der wird gerade nicht mehr produziert, soll irgendwann neu kommen. Es gibt das Mercedes G-Modell, es gibt runter noch ein paar Autos, wie zum Beispiel den Suzuki Jimny, den Lada. Lada produziert jetzt auch nicht mehr in Deutschland oder liefert nicht mehr nach Deutschland. Wir haben zum Beispiel den Panda 4x4 auch, aber bei den großen Geländewagen, da gibt es leider nicht mehr so viele. So, und dann war es so, dieses Auto kam halt in der vierten Generation auf den Markt mit Diesel. Ich finde, Diesel passt perfekt zum Auto, wegen dem vielen Drehmoment. Aber viele haben gesagt, ich will für dieses Auto einfach einen Benziner. So, das Liefer-Jeep jetzt bei diesem Auto, der Benziner kommt auch in Cherokee rein, ist ein 2 Liter Turbo mit 4 Zylinder, 270 PS, und was der kann, das wollen wir heute uns anschauen, aber erstmal schauen wir uns ganz kurz die Optik an. Sprechen wir ein bisschen über die Optik von unserem Wrangler in der kurzen Version als Rubicon. Und mal ganz im Ernst, falls ihr Jeep-Fans seid, falls ihr Wrangler-Fans seid, ihr wisst, ihr seid speziell. Macht aber gar nichts. Speziell sein ist nämlich nicht schlimm. Was macht die Optik von dem Wrangler hier aus? Erstmal der 7-Slot-Kühler-Grill, ihr wisst das. Die Kulleraugen gucken einem irgendwie ganz süß ins Gesicht, finde ich ganz gut. In der neuen Generation 2018, 2019, da sind die natürlich aus LED serienmäßig, Tagverleuchten aus LED, und wir haben hier Nebelscheinwerfer aus LED. Und dann war eine Riesendiskussion, oh schräg, europäischer Fußgängerschutz. Wir haben einen monströsen Stoßfänger, fanden viele ganz schrecklich, passt doch gar nicht zu Jeep, muss man aber machen, um den Fußgängern halt nicht die Knie zu töten, wenn man auf sie drauf fährt, ist auch richtig. Ich sage aber eins, ich finde das irgendwie ganz cool, denn man kann sich hier so draufsetzen, angeln, grillen, rauchen, trinken, was auch immer ihr Jeep-Fans damit macht. Bin vielleicht auch einer, deshalb ist es okay, deshalb darf ich das sagen. Ja, und dann, was macht die Optik noch aus? Wir haben hier solche Scharniere, hier oben an der Seite, hier machen wir die Motorhaube auf. Wir haben einen
eine Windschutzscheibe hier, Windschutzscheibe, das wisst ihr. Die ist jetzt beim neuen Modell im Vergleich zum Vorgänger 4 cm verlängert und steht nicht mehr so steil im Wind, ähnlich auch wie der Kühlergrill, was zu einer besseren Aerodynamik sorgt. Ja, für eine bessere Aerodynamik eben. Und wenn man sich dieses Auto jetzt anschaut, dann ist es von vorne sehr kastig, sehr maskulin, sehr kantig. Und da steht ja eben drauf. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und vor allem ist es eins, es ist keine glattgerunde, gelutschte SUV-Optik, sondern eben was anderes. Und jetzt schauen wir uns das andere von der Seite an. Ja, im Profil von unserem 3,40 Meter langen kurzen Wrangler seht ihr am besten, was ich mit dem Auto erklären will. Hier kann ich eigentlich auch am meisten erklären. Die lange Version ist 4,90 Meter lang, heißt dann Unlimited, ihr wisst es bestimmt. Und die Optik machen diese trapezförmigen Rathäuser aus. Wir haben hier 17 Zöller drauf, natürlich riesen Reifen hier, Offroad-Reifen sind da auch drauf. Ja, und wenn man jetzt mal erklären will, was die Optik ausmacht, dann ist es hier halt auch sehr... genau, kastig. Und wir haben eben diese Scharniere hier zum Beispiel. Wir können die Tür ausbauen, wir können das Dach wegnehmen, da vorne zwei Klappelemente, wir können dieses Ding hier wegbauen. Das ist halt ein Auto für wahrscheinlich Männer, denn wir können da dran ein bisschen rumbasteln. Und ein Wrangler ist immer ein Cabrio, ich habe es euch erklärt, drei Dachvarianten. Die Jalousie kostet 1000 Euro, ist aber eigentlich auch ganz fair. Was man wissen muss beim Auto ist eins: der Einstieg, der ist relativ hoch, da muss man ein bisschen reinklettern, aber das gehört zu so einem Auto irgendwie dazu. Ja, und dann haben wir auch noch so ein paar fancy Elemente hier, die ein bisschen lifestyleig sind. Da werde ich jetzt wieder einen Shitstorm ernten, ich weiß. Rubicon steht hier drauf, die Offroad-Variante. Ihr seht hier vorne schön das Scharnier. Wir haben hier so Lufteinlässe in der Motorhaube. Ihr seht die bisschen flachere und verlängerte Windschutzscheibe. Das sorgt dafür, dass man auch besser rausblicken kann, neben der besseren Aerodynamik. Hier steht Trailrated 4x4 drauf, ist ein Allrad. Und apropos Allrad, da muss ich ein bisschen was erklären. Normalerweise ist der Wrangler heckgetrieben, wenn ich auf der Straße bin, dass ich ein bisschen Sprit spare. Wir haben aber auch eine 50-50 Verteilung, einen variablen Allrad. Wir haben eine kurze Geländerübersetzung mit 2,72 hinten, eins vorne natürlich dann. Ja, und wir haben bei der Version jetzt ein Sperrdifferenzial vorne, ein Sperrdifferenzial hinten. Wir können den Swaybar, also den Stabilisator, entkoppeln. Und damit haben wir halt hier in Verbindung mit dem Leiterrahmen und den guten Böschungs-, Neigungswinkeln, Watttiefen, ich werde die euch drunter schreiben in den technischen Daten, einfach ein unglaubliches Geländemonster, ja, mit ganz vielen Offroad-Elementen hier. Schaut euch die Rathäuser an, schaut euch die Reifen an, schaut euch hinten die abgedunkelten Scheiben an. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, was am Heck passiert. Ja, während hier jetzt der italienische Kindergarten unser Auto bestaunt hat, habe ich vergessen euch zu erzählen, dass man die Frontscheibe übrigens auch noch nach vorne wegklappen kann. Man kann auch dieses ganze Element hier hinten wegnehmen, aber mein Job ist es jetzt euch zu erklären, was hat es mit dem Heck auf sich? Erstmal, die Schulterlinie beim Auto ist bei der vierten Generation ein bisschen nach unten gewandert, was eigentlich auch ganz charmant ist optisch. Und wir haben die LED-Rückleuchten hier, die neu sind, die modernen, ein bisschen modernes Element eben geben in diesem Auto, was mir sehr gut gefällt. Und dann fällt euch auf, wir haben hier ein Reserverad hinten, ho ho ho, das gehört zu so einem Jeep, steht Jeep drauf, richtig schön. Hier ist die Rückfahrkamera, die braucht man da drin, auch weil man sieht hinten wirklich schlecht raus. Hinten abgedunkelte Scheiben, hier unten ein Riesenstoßfänger und hier ein Abschlepphaken. Deshalb kauft man sich so ein Auto, damit man den Nachbar, wenn er sich irgendwie betrunken in den Graben gefahren hat, auch mal abschleppen kann und er sagt, danke Jan, danke Nachbar. Aber es geht bei so einem Auto natürlich immer ein bisschen um Kofferraum. Und apropos technisches Auto, schaut mal an, wie der aufgeht. Der klappt so auf, dann haben wir hier die Scheibe, die klappt hoch. Was man wissen muss beim Auto ist, der Kofferraum ist nicht riesig. Es sind 192 Liter und da sagt ihr, das ist vielleicht zu wenig für meine Frau zum Einkaufen. Es gibt ja noch die lange Version, aber es ist auch relativ leicht, die Rückbank umzuklappen. Das ist ein Handgriff und dann haben wir 582 Liter und können das Gepäck einfach reinschmeißen. Das ist schon cool. Wir haben hier unten noch so ein kleines Fach, wo man irgendwie auch was vom Ehemann oder der Ehefrau dann verstecken kann. Ja, und das ist es dann quasi mit dem Heck. Ich finde es sehr charmant. Man kann sich hier auch irgendwie einfach hinsetzen, wieder angeln, rauchen. Ihr wisst, was ich meine. Aber was wir jetzt mal machen, ist uns den Innenraum anschauen. Während unser Kameramann sich jetzt auf der Rückbank bequem gemacht hat, wobei man von bequem eigentlich nicht so richtig sprechen kann, denn da hinten ist nicht so viel Platz. Die, die mehr Platz auf der Rückbank wollen, die sollten eben zur längeren Version greifen. Aber das könnt ihr euch
auch in meinen anderen Reviews anschauen, wie viel Platz auf der Rückbank ist. Gibt ja ein paar bei unserem Kanal. Ich will euch in aller Kürze jetzt nochmal hier vorne erklären, was den Innenraum bei unserem Wrangler ausmacht in der Rubicon-Variante. Erstmal ist es krass, denn das hier ist hier drin sehr, sehr puristisch. Was ich aber gut finde, denn Schnickschnack, Autos, davon gibt es wirklich genug. Wir haben hier ein sehr aufrecht stehendes Dashboard hier vorne. Und ja, ganz schön viele Oh-Shit-Handles. Einmal hier an den Seiten, das hilft einem auch beim Reinkommen, denn dieses Auto ist wirklich sehr hoch. Da muss man einen großen Schritt machen und ein bisschen Kraft in den Beinen haben wir auf beiden Seiten. Wir haben hier nochmal einen Balken, wo sich der Beifahrer oder die Beifahrerin festhalten kann, steht Wrangler drauf. Und dann haben wir was überrascht hier drin, nämlich ein lackiertes Element, was so ein bisschen fancy, modern sein soll, eben in diesem Rot, Bordeaux, keine Ahnung, wie die Farbe heißt, bringt eben Moderne und Lifestyle in den Wrangler. Was Spannendes, wenn man sich dann die Sitze anschaut, da steht Rubicon drauf, rote Ziernaht, die sind bequem, die geben vernünftig Seiten, halt nicht extrem viel, aber wirklich gute Sitze. Ja, dann steht Jeep hier auf dem Lenkrad drauf. Hier haben wir einen kleinen Willis auf dem Gangwahlhebel von der 8-Stufen ZF. Automatik hier und dann ist was viele immer fragen, wenn sie mitfahren, warum ist hier ein zweiter Schaltknauf, was soll denn das? Das ist fürs Untersetzungsgetriebe. Heckantrieb, Vierrad-Autoantrieb, 50-50 Stacheverteilung neutral und der kurze Kriechgang fürs Gelände. Und hier unten können wir dann den Front und den Heck, das Sperrdifferenzial von Front und Heck oder nur hinten entkoppeln und hier rechts können wir den Stabilisator vorne entkoppeln, was im Gelände natürlich ziemlich vorteilhaft ist. Wir haben noch eine manuelle Handbremse, die gehört hier einfach rein. Dann haben wir hier alles für die Klima. Hier können wir Media anschließen, also USB, Micro-USB und AUX-Kabel. Fensterheber sind hier, klar, weil man kann ja die Türen ausbauen. Und wo sollte man dann die Fenster? Ist Quatsch, ne? Weil da sind die Türen hier raus. Auf jeden Fall machen wir sie hier in der Mitte auf und zu, die Fenster. So, und dann ist es ganz spannend, denn wenn man mal genau nachdenkt, dann ist es ja gar nicht so ein Basic-Auto. Warum? Wir haben hier vorne zwar ein Teil, digitales Tacho, auf der linken Seite Drehzahl, rechts kmh, aber in der Mitte so ein digitales Element, wo wir, wenn wir es mal durchspielen, dann eben Öltemperatur, die ganze Antriebstechnik, Drivetrain eben uns anschauen können, wo wir den aktuellen Verbrauch uns anschauen können, wo wir uns die aktuellen Fahrdaten anschauen können, die Musik draufspielen lassen können, die Nachrichten vorlesen lassen können und so weiter. Aber wenn es jetzt natürlich darum geht, dass wir technisch modern sind, dann haben wir hier dieses U-Connect-System mit 7 Zoll, auch modern Touch. Was können wir hier machen? Wir haben Radio, selbst ein DAB-Radio, wir können Media hier drauf machen, wir haben die Klimasteuerung, wir haben sogar eine Lenkradheizung, eine Sitzheizung und wir haben Apps, ganz viele Apps, wenn man sich es mal anschaut, was krasses. Und eine App ist besonders spaßig, auf die nehmen wir jetzt Bezug, nämlich die Offroad Pages App, die dauert ein bisschen zum Laden, da haben wir hier nochmal den Antriebsstrang, sehen wir immer, wo ist der Antrieb gerade, dann haben wir hier quasi alle wichtigen Daten und hier sehen wir dann die Neigungswinkel vom Auto im Gelände, mega cool, ohne Scheiß. Hier haben wir dann alles nochmal zur Klima und zur Sitzheizung, die Navi-Sache ist hier und hier können wir das Telefon verbinden mit Apple CarPlay, Android Auto, einfach über ein USB-Kabel da dran, haben die Nutzeroberfläche dann da drauf und das ist doch sehr modern, aber ein Auto muss auch praktisch sein und hier drin ist praktisch Gummifußmatten, kann man schön auswaschen dann, wenn die Beifahrerin oder der Beifahrer draufkotzt und wir haben wirklich ein paar Elemente, wo wir Dinge ablegen können, zum Beispiel hier oben ein paar Münzen, wir haben hier in der Mitte einen Cupholder, wir haben in den Türen kleine Fächer mit so einem Netz, wir haben hier auf der Seite haben wir nochmal hier ein kleines Handschuhfach, also wirklich genug Ablagefläche. Übrigens da, wo mein Arm drauf liegt, haben wir nochmal einen USB-Stecker drin und richtig viel Platz. Außerdem können wir auch noch viel auf die Rückbank werfen, was schon cool ist. Und da habe ich euch gesagt, der Wrangler ist eben immer ein Cabrio. Hier haben wir jetzt zwei geteilte Hardtop-Elemente drauf, die macht man dann hier an den Schrauben auf, kann man dann im Kofferraum verstauen, richtig praktisch. Ich mache es jetzt nicht aus Zeitgründen, aber ansonsten ist es hier innen richtig cooles Konzept. Aber was wir jetzt machen wollen, ist uns, ich hoffe, ihr habt es verstanden, um was es geht, uns mit dem Motor beschäftigen. Jetzt kommen wir endlich zum Herzstück von unserem Wrangler und der Grund, warum ich dieses Review nochmal mache mit dem Auto, nämlich der neue Benzinmotor.
Der hat 270 PS, 400 Newtonmeter maximales Drehmoment und beschleunigt in 8,6 Sekunden auf Tempo 100. Und ihr werdet euch jetzt fragen, Mensch Jan, 2 Liter Motor, 4 Zylinder, ernsthaft? Der Vorgänger hatte doch noch 6, wir wünschen uns 6. Kann ich verstehen, aber in modernen Zeiten, wo es eben um Emissionswerte geht und Verbrauch, da muss man halt Downsizing machen. Wenn man langsam fährt, dann hat man tatsächlich einen geringeren Verbrauch. Das Auto ist angegeben im Normverbrauch von 10,1 Liter. Ich habe 12 gebraucht, ist aber für so ein schweres Auto, was ja 2,5 Tonnen Zuglast hat, dann auch wirklich okay. Und bevor ich jetzt hier über kalte Materie spreche, mache ich ihn euch einfach mal auf und werde euch erzählen, warum ich diesen Motor eigentlich auch ganz gern mag. Nämlich, der hat mehr Drehmoment als der alte Motor und beschleunigt ähnlich schnell wie der 450 Newtonmeter starke Diesel auf Tempo 100. Eigentlich in der kurzen Version genau gleich schnell. Und der Verbrauch ist auch okay, der hat Euro 6D Temp. Der Motor ist so auch in anderen FCA-Modellen drin und wirklich modern. Und dagegen kann man dann eigentlich nichts mehr sagen. Und der hat schon Vortrieb da drin, der wirklich kultiviert ist in Verbindung mit der 8-Stufen-Automatik von ZF. Ist das schon ein sehr knackiges Antriebskonzept. Aber euch interessiert, glaube ich, nicht nur der Motor, zu dem habe ich einiges gesagt, wir werden nachher reinsitzen und fahren und uns auch mal anhören, sondern euch interessiert natürlich auch, wie fährt sich so ein Wrangler. Klar, wir haben hier die Rubicon-Version, also die echte Offroad-Variante, die hat vorne einen Stabilisator, habe ich ja gesagt, hinten, Sperrdifferenzial vorne, ein Sperrdifferenzial hinten, ein Stabilisator vorne, den wir entkoppeln können. Wir haben sehr viel Technik drin, in Verbindung mit den Leiterrahmen, mit den Starrachsen, in Verbindung mit eben der starren Karosserie, den guten Böschungsneigungswinkel, der Watttiefe, der Bodenfreiheit, haben wir hier im Gelände halt, ja, vielleicht neben dem Defender, neben dem Pajero, neben dem Mercedes G-Modell, neben dem Jimny einer, der im Gelände viel, viel mehr kann als alle anderen. Und wenn man mit diesem Auto wirklich da draußen über Stock und Stein unterwegs ist, dann weiß man, okay, der bleibt nicht hängen. Und das ist ein unfassbares Gefühl von Freiheit. Das gibt einem sonst kaum ein anderes Auto. Vielleicht in eine andere Richtung, aber das beeindruckt mich. Und deshalb habe ich auch schon selbst überlegt, mir so ein Auto zu kaufen. Für einen Schwarzwald ist es nämlich ganz cool. Aber man fährt mit so einem Auto ja nicht nur durch den Wald. Ich glaube, in den seltensten Fällen, außer man ist Jäger, Förster oder hat was weiß ich für komische Hobbys, man fährt damit auch auf der Straße. Und auch auf der Straße hat sich im neuen Modell ja wirklich einiges getan, denn dieses Auto fährt sich natürlich immer noch ein bisschen schwammig, aber es fährt sich wesentlich mehr wie ein PKW als das letzte Modell. Und das ist wirklich sehr schön, hohe Übersicht über die Straße, großer Komfort, relativ weiche Federung. Und dann ist es so, hier dieses variable Getriebe da drin hat normalerweise Heckantrieb. Wir können dann aber im Automatikmodus die Frontachse zur Kraft dazunehmen für mehr Traktion. Wir haben eine starre 50-50-Verteilung, wir haben eine kurze Übersetzung, 2,72:1. Wir haben nur Heckantrieb natürlich, den wir dann auf der Straße nimmt für einen besseren Verbrauch und damit unglaublich viele Möglichkeiten auf der Straße, kann das Heck auch leicht kommen lassen. Und das ist auch auf der Straße ein Fahrgefühl, das man nicht so oft hat, was ein bisschen witzig ist. Ich schweife aus, lass uns einfach mal reinsetzen und losfahren. Tja, los geht's mit dem Fahren und der Lieblingssequenz von mir hier an der Burg. Ist ein bisschen Offroad-mäßig, ich weiß, ihr werdet wieder sagen, nicht richtig, aber mein Gott, irgendwas ist ja immer. Hier ist der Schlüssel, steht Jeep drauf, eigentlich ganz schön, robust, groß, passt gut zum Auto. Kurz nochmal zur Einleitung, 270 PS, 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Wir haben dieses Untersetzungsgetriebe hier drin, das ist immer im Wrangler drin. Das Auto beschleunigt in 8,6 Sekunden auf 100, hat 159 km/h Höchstgeschwindigkeit und der Normverbrauch ist mit 10,1 Liter angegeben. Ich habe 12 Liter gebraucht. Aber ihr wollt doch jetzt wissen, wie fährt der Benziner und wie klingt er? Erstmal schlüsselloses Zugangssystem, Rückfahrkamera, wenn ihr hier vorne dann drauf schaut, was ganz cooles. Sieht man dann hier vorne in dem Display, ist eine glasklare Rückfahrkamera. Und da seht ihr auch schon ein bisschen, okay, wir sind im Wald. So, aber jetzt geht es drum hier, wir fahren um die Burg drumherum und ich zeige euch erstmal im 4H-Auto-Modus, wie das Auto fährt. Es ist noch keine Stabilisator entkoppelt, wir haben keine Sperrdifferenziale geöffnet. In 400 Meters. Machen jetzt das Navi aus, der Beweis dafür, das gibt es wirklich. Und wenn ihr jetzt mal da rausguckt, dann seht ihr schon hier, im Kamerakind wird es auch gleich richtig schlecht, dass es hier schon ein bisschen Gelände ist. Jetzt nicht mehr so sehr, jetzt ist es ein Feldweg. Aber dieses Auto funktioniert hier in diesem Terrain einfach unnachahmlich gut. Und selbst wenn es jetzt hier nicht das krasseste Gelände ist, kann man damit gut zeigen,
Wir müssen uns bei keinen Böschungs-, Neigungswinkel-, Rampenwinkeln Gedanken machen. Wir fahren hier einfach hoch, können schnell fahren. Ja, wenn man jetzt mal rausguckt, dann ist es doch gar nicht so schlecht. Und der kraxelt hier einfach hoch, als wäre das hier irgendwie eine einfache Landstraße. Jetzt geht es auch runter. Das Auto ist auch so weich gefedert, dass man hier drin gar nicht so sehr durchgeschüttelt wird. Hier seht ihr dann Lonato oder wie die Stadt heißt. Schon ziemlich cool. Und das ist eben das, was ich meine. Das Auto gibt einem einfach ein unnachahmliches Gefühl von Freiheit. Mit meinem Mini würde ich hier jetzt zum Beispiel dreimal aufsetzen. Hier ist es einfach, genau, überhaupt kein Problem. Und schön ist auch, jetzt kommt eine Stadt. Und dieses Auto ist eben von den Ausmaßen so geschaffen, dass man sich hier nicht in einem zu großen Auto fühlt, wie in manchen SUVs, sondern in dem kurzen Radstand ist es eben einfach relativ wendig, was schön ist. Wir haben einen sehr geringen Wendekreis und damit ist es eben toll auch für die Stadt, kann man jetzt mal sagen. Jetzt sind wir aber auf der Straße und jetzt geht es natürlich darum, wie ist das Fahrverhalten auf der Straße? Und da merkt man eben die 270 PS schon. Die gehen schon relativ gut nach vorne. Das Auto ist natürlich weich gefedert. Und früher war es bei den Wrangler immer so, da haben die Leute immer gesagt, wenn sie mal gefahren sind, oh, eigentlich interessiere ich mich für das Auto. Wir sind mal gefahren und haben gesagt, der fährt sich wie auf Eiern, da muss ich ja richtig lenken, der schwimmt so ein bisschen. Und das ist beim neuen Modell wesentlich besser geworden, kann man ehrlich sagen. Und schön ist auch, selbst wenn man hier auf die Autobahn fahren würde mit dem, ja, da hat man schon so ein bisschen Vortrieb. Und übrigens, Technik ist hier drin auch drin. Wir haben toter Winkelwarner zum Beispiel, wir haben Tempomaten hier drin, wir haben eine Rückfahrkamera hier drin und damit ist es eben ja, ein sehr modernes Auto, auf dem man auch dann mal längere Strecken einfach sehr gut zurücklegen kann. Aber jetzt beschäftigen wir uns nicht nur mit der Lenkung, dass die ein bisschen indirekt ist, ist klar. Das ist immer ein Kompromiss eben zwischen Straße und Gelände, sondern die Federung, die ist auch tendenziell eher weich, macht aber gar nichts. Die Bremse funktioniert sehr gut. Die Achtgang-Automatik von ZF, die kennt ihr. Da macht man auch nichts falsch. Das ist wahrscheinlich so die Benchmark aktuell im Segment. ZF macht da echt einen guten Job. Woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, weil dieses Auto sehr kastig ist, sieht man da vorne die Schnauze. Man sieht aber trotzdem eigentlich gut auf die Straße. Und dann ist es natürlich hier auf der Straße eben nicht nur im Gelände spaßig, sondern auch auf der Straße ist es so ein richtig kerniges Fahrgefühl. Und wenn man das mal hat und wenn man Autos wirklich mag, dann denkt man so, ach, eigentlich, wieso nicht so ein Wrangler? Und dann geht es natürlich, ich weiß schon hier in dem Review, natürlich um den Motor. Da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig. Und da wollte er jetzt von mir wissen, was verbraucht er wirklich. Ich brauche 12 Liter wirklich. Ist interessant. Ich glaube, mit dem Diesel habe ich etwa so 10 Liter gebraucht. Der Diesel hat auch mehr Drehmoment als der hier, aber das merkt man nicht, weil wir halt eben mit unseren 270 PS hier einfach schon Leistungsmonster haben. Und ich weiß schon wieder, viele von euch werden sagen, der Vierzylinder, Jan, das geht doch überhaupt nicht in so einem Auto. Stimmt nicht. Wenn man mir nicht gesagt hätte, dass es vier Zylinder sind, hätte ich es eigentlich nicht geglaubt, könnten auch 6 sein. Ja, und dann muss ich euch sagen, dann bin ich eigentlich mit diesem Auto wirklich sehr, sehr zufrieden. Wer jetzt einfach ein normales, urbanes Stadtauto haben will, der wird hier natürlich nicht mit abgeholt. Aber ich würde sagen, dieser Spagat zwischen inzwischen wirklich Alltagstauglichkeit und eben diesem unglaublichen Gelände, dieser unglaublichen Gelände können, das haben nicht mehr viele Autos, das wisst ihr, und wahrscheinlich ist das hier eins der besten. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, kommen wir zum Fazit. Der Burgherr kommt zum Fazit vom Jeep Wrangler Rubicon mit dem Benzinmotor mit 200 PS. Erstmal zum Auto. Das ist kastig, das ist männlich, das ist cool, das ist trotzdem modern. Das kann im Gelände unglaublich viel, gibt damit einen riesen Freiheitsgrad, funktioniert viel besser auf der Straße als der Vorgänger. Und da frage ich mich, wie viele Autos gibt es denn überhaupt, die diese Qualitäten und Attribute vereinen? Ich glaube, nicht so viele. Aber eigentlich sollte es ja in dem Fazit jetzt darum gehen, was ist das Richtige für mich in dem Auto? Der Benziner oder der Diesel? Hier steht der Benziner. Der Benziner hat 270 PS, der Diesel 200. Der Diesel hat 450 Newtonmeter maximales Drehmoment, der hier 400. Der hier beschleunigt in 8,6 Sekunden auf Tempo 100, zumindest in der kurzen Version, während der Diesel 9,6 Sekunden braucht. Der Diesel braucht weniger, Diesel ist billiger, ist damit billiger im Unterhalt. Der hier braucht ein bisschen mehr, ist auch Benzin.
Die 450 Newtonmeter maximales Drehmoment beim Diesel sind sehr vorteilhaft im Gelände und eben ökonomisch und ökologisch auf der Straße, während der hier einfach ein bisschen mehr Bums auf der Autobahn hat. Aber ist es ein Autobahnauto? Ich weiß es nicht. Den Rest, ja, den müsst ihr entscheiden. Wo ich euch helfen kann, ist bei der Opportunität von dem Auto. Denn Autos sind wirklich stark substituierbar, außer wenn wir vom Wrangler sprechen, denn da gibt es einfach nicht so viel. Wir haben das Mercedes G-Modell, das ist allerdings sehr teuer. Wir haben den Range Rover Defender, den Land Rover Defender, der wird aber aktuell nicht mehr gebaut. Da kommt eine neue Generation. Wir haben den Pajero, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben den Suzuki Jimny, den bekommt man nicht, der ist ausverkauft. Wir haben den Lada, Lada gibt es glaube ich aktuell nicht mehr in Deutschland. Panda 4x4 auch ein bisschen in die Jahre gekommen und übrigens auch ein anderes Segment. Also sprechen wir einfach mal über den Preis, wenn wir den sowieso nehmen müssen, wenn wir einen richtigen Geländewagen wollen, den wir bezahlen können. Und da ist es spannend, denn Diesel und Benziner sind genau gleich teuer. 47.000 Euro haben wir bei diesem Auto auf der Liste stehen in der Basisausstattung Sport. Sahara, also die urbane Variante, was irgendwie Quatsch ist bei einem Geländewagen, aber okay, das ist ein anderes Thema. Und Rubicon, also die echte Offroad-Variante, kosten hier 54.000 Euro. Ja genau, mit jeweils beiden Motoren, aber damit ist nicht Schluss. Bisschen Ausstattung bekommen wir schon noch rein, aber für dieses Geld bekommen wir eben, ich habe es gesagt, so viel Freiheit, dass wir hier einfach mal krass auf diese Burg fahren können und auch mal zum Strand, auch mal zum See. Ja, und ich glaube, damit schon ein ziemlich cooles Auto haben. Ich hoffe, euch wird ein bisschen klar, was ich euch mit dem Auto sagen wollte. Euch hat das Review Spaß gemacht. Lasst mir gerne eure Meinung übrigens zum Auto, zum neuen Motor da, würde mich freuen. Ja, und ganz wichtig, über meinem Burgherrenbauch seht ihr, wo ihr uns überall findet, nämlich auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert alles. Dann gibt es auch weitere Reviews mit Geländewagen und von mir. Ich ziehe meine Mütze für euch, Freunde. Geht's in die Burg, trink einen, keine Ahnung, Metwein. Ja, und bis bald.